Beleuchtung passt auch hier. Schön. Wunderbar. Ganze Parade ist an. Schön. Schön, schön, schön. Ja, und euch einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben, diese Freunde. Wir haben 21 Tonnen Getränke drauf. Das haben wir schon erledigt. Und habe jetzt auch gerade meine Haus- und Hofrunde gemacht. Ja, und merke irgendwie, doch, geht. Ich habe noch die falsche Taste gedrückt. Passiert auch mal. Ist jetzt der dritte Versuch, dass ich jetzt die Folge hier am Anfang aufnehmen möchte. Warum, wieso, weshalb, erzähle ich euch dann gleich. Aber wir können uns derzeit schon mal in Bewegung setzen. Lichtlein können wir mal anlassen. Neutral auf A1, jawohl. Und uns vorsichtig in Bewegung setzen. Drehen doch nicht gleich so hoch. Ja gut, wir haben 21 Tonnen, wie gesagt, Getränke drauf. Da muss er schon ein bisschen ziehen gleich. Dippe das Gas wirklich nur ganz sanft an. Ansonsten habe ich im DAF geschlafen wie ein Kind in Mutters Schoß. Behütet. Weich, warm, gute Träume. Also alles gut in dem Auto. So, mal gucken, ob das hier reicht oder ob mir das Tor hier so schaffe. Ganz knapp hier, ganz knappe Geschichte. So. Ciao. Versteht man, glaube ich, überall auf der Welt. Egal, ob man Italiener oder Franzose ist. Jetzt wollte ich, dachte ich, lässte den noch und dann wurde dahinter wieder eine Büchse aufgemacht. Ja, das ist natürlich hier der Homie-Service, ne? Guck mal doch mal langsam hier, Kollege, was ist das für eine Getriebeabstimmung? Also den ersten fährt er hier bei voller Fracht in dem Getriebe ganz schön heftig aus. Die Temperatur. Langsam wird's ja. Ja, und zwar, warum habe ich das jetzt? Ist das jetzt die dritte Aufnahme? Es gab gestern ein winzig kleines Windows-Update. Und im Grunde genommen ist mir das sofort aufgefallen, als ich hier im Spielmenü was angeklickert hatte und es kam so ein komischer Hall-Sound, also das etwas halt, ne? So echoartig. Und das hatte ich schon befremdlich angehört und bin ich. Demnächst links abbiegen. Hatte ich mir schon gedacht, na, pass auf, da ist wieder irgendwas gelaufen, wovon du keine Ahnung hast. Und bitte links abbiegen. Ich habe mal eine andere Mademoiselle hier eingestellt. Die geht mir aber auch auf den Zeiger. Ich vermisse meine Julia, aber die Julia gibt es einfach nur in der Julia. Nicht in einem anderen LKW. Schon gar nicht in einem Holländer. Am Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen. Hm. Und das ist doch mal schön hier. So kann man es sich gefallen lassen. Ja. Die Route neu. Und da musste ich. Hätte ich mal richtig hingehört. Verdammte Axt. Und aber jetzt müssen wir da durch. Dachte ich, komm, stellst das wieder ein, dann gehe ich ins Spiel und dann geht das Lenkrad, das bei Fanatec, das merkst du immer sehr schnell, unfassbar schwergängig. Dachte ich, aha, gehst du mal raus, hat sich was verstellt? Nee, hat sich nichts verstellt. Obwohl, ich muss mir hier was wieder zurückstellen, fällt mir dabei wieder ein. Optionen. Und zwar, schwer, nö, das passt alles. Das habe ich dann, glaube ich, schon zurückgestellt. Oh, den können wir ein bisschen was geben noch. Ja, und dann ging das Lenkrad, also beim zweiten Versuch ist mir dann aufgefallen, okay, Lenkrad. Und das ging dann richtig schwergängig.
Ja, und dann hatte Fanatec, war die ganze Homepage erstmal abgestellt und kein Treiber zu kriegen, dachte ich, na, wartest du mal, vielleicht ist das ein ganz frisches Problem, wenn es gestern erst das Update gab. War es auch so und dann links zum Abend war die Homepage wieder online. Bitte links abbiegen. Und ich höre dir ja jetzt zu. Ja, und dann muss ich da warten, neuen Treiber installieren. Danach funktionierte wieder alles. Dass bitte der Treiber nicht funktioniert, merkt man dann relativ schnell, wenn man halt die Eigenschaften des Lenkrads einstellen will. Und da ist dann nichts mehr passiert. Demnächst rechts abbiegen. Und ja, und jetzt geht wieder alles. Bitte rechts abbiegen. Aber da sind die Fanatec-Treiber doch immer sehr, sehr empfindlich, was das angeht. Aber das schien wohl auch ein kritisches Windows-Update, eine USB-Steuerung oder so gewesen zu sein. Du musst dich ja heutzutage wirklich über jeden Scheiß irgendwie informieren und hinterherlesen, sonst kriegst du es dann richtig eingeschränkt, indem irgendwas nicht richtig mehr funktioniert. Das nervt dann manchmal schon. Hey, bleib mal hier mal dahinter. Das bringt jetzt nichts, hier Gas zu geben, denn mit dem Langzug sich vorne reinzudrängeln. Du bist doch ein Knallkopf, Mensch! Was ist denn mal los mit dieser dämlichen AI? Der will rechts abbiegen, der Bus will links abbiegen und er will ihn vorlassen. So eine blöde AI. Mann. Also Leute, SCS, ihr seid so, manchmal muss man echt nur wirklich sagen, zu dämlich eine vernünftige AI zu programmieren. Wenn du da Rockstar Games siehst mit dem GTA 5, das funktioniert wirklich genial. Und hier in so einem Spiel, wo sie wirklich nicht so viel beherrschen muss. Mann, Mann, Mann. Jedes Mal der Kasper-Kram. Und vollkommen, absolut unbegreiflich. Ich habe diesen Verkehrsmod immer noch nicht rausgeschmissen. Ich habe es einfach jetzt durch diese Hardware-Allüren total vergessen. Sorry, das muss jetzt gerade mal raus. Das muss jetzt mal raus. Und das SCS ja auch wirklich, die kriegen es nicht auf die Reihe. Die kriegen es wirklich nicht auf die Reihe. Den Verkehr mal vernünftig zu programmieren. Dürfen auch mal solche kritischen Worte erlaubt sein. Die müssen sogar sein. Ja, kannst du einpacken, ne? Mit deinem Benz hier. Bitte rechts halten. Kreisverkehr die erste Ausfahrt nehmen. Alter, Tardas hier war nicht sehr effektiv. So, ich habe mir jetzt dafür entschieden, wir lassen Rosi noch in Kassel, weil ich nämlich zum Wochenende sowieso mit der Julia runter nach, na, wie heißt es denn? Jetzt stelle ich mich aber auch an, ey. Zum Trucker-Treffen fahren will. Sangershausen. Genau. Da zu dem Dingenskirchen, zu dem Autohof. War ich ja schon ein paar Mal mit euch. Und da ist Trucker-Treffen. Du bist auch eine Nosse, ey. Können wir es mal rollen lassen? Nein, können wir nicht, weil Mautstation.
melden wir sie schon mal beim Retarder an. Dürfen wir? Hat's hier. Oh. Also der erste scheint sehr kurz übersetzt zu sein, weil den Getriebe kommen den ersten nicht richtig klar. Ansonsten habe ich eine wesentliche Verbesserung an meinem System durchgeführt. Nochmal, ich habe also ordentlich geschraubt und gemacht und ja, hat mich auch viel, viel Zeit gekostet und viel Überlegung. Vorher mache ich es nicht. War ja wirklich ein entscheidender Schritt, weil man auch etwas wegnimmt, was sehr, ja, was einem so ein bisschen an die Hand gewachsen ist oder ans Herz. Und was dann oft unterstützt hat. Und aber zum Ende wurde es einfach zu alt. Und deswegen habe ich dann doch nochmal tief ins Portemonnaie gegriffen. Und ja, habe das ersetzt. Das war auch eine tiefgreifende Operation, wie gesagt, am System. Und zwar habe ich ein neues Mauspad mir geleistet. Also ich hatte vorher eins von Logitech, aber so nach ein paar Jahren ist das offensichtlich zu. Ich werde das jetzt mal versuchen, mal irgendwie, ich habe das schon mal versucht zu waschen, aber diese Poren zu öffnen nochmal. Also ich pflege das eigentlich immer und halte das sauber, aber man hat auch gemerkt, dass ich habe eine ziemlich gute optische Maus, was ihr hier sehen könnt. Das ist eigentlich der Spitzenreiter von Logitech. Zumindest war es das vor 2 Jahren. Die schmeißen ja jedes Jahr ein neues Modell, was dann noch einen Knopf mehr hat oder so auf dem Markt. Und ja, aber die reicht ja von der DPI-Rate 3.500 oder was die, oder 4.000, was die hat, keine Ahnung, vollkommen aus. Und dann hat man doch schon manchmal gemerkt, dass dann immer mal wie so blinde Stellen dabei sind. Und das hoffe ich mal, dass es besser geht. Ansonsten liegt es an der Maus. Und das kann aber auch nicht sein, dass dann nach 2 Jahren so eine optische Maus dann die Beine hoch macht. Das wäre ein ziemliches Armutszeugnis für einen optischen Sensor. Wir jetzt im Spiel nicht gemerkt, aber wenn ich dann doch mal War Thunder zocke oder so, dann brauche ich jeden Millimeter vom Mauspad, dann brauche ich absolute Präzision. Ne? So, jetzt will ich mal von außen nochmal schön gucken. Schön gucken, nicht schön gucken. Oh, das ist eigentlich schön aufnehmen. Das erinnert mich so schön an meine Zeiten mit dem S500 vom Kai Skov, als ich den übernommen hatte. Ja, selig, selig, ne? Das hätte ich mir damals auch nicht ausgemalt, dass man so ein Ende, es ist ja kein echtes Ende mit der Transart, ich muss auch nochmal ein Aufklärungsvideo dazu machen. Das steckt mir gerade mal so ein bisschen zur Seite, kommunikativ. Aber das ist halt, ja, dass ich den mal wieder so schnell loswerde, das hätte ich nicht gedacht.
Schönes Fahrzeug war das. Vollkommen ausreichend motorisiert mit der Sechszylindermaschine, 500 PS. Schöner Hängerzug. Richtig schönes Ding. Bitte also links halten. But you never know, ne? Und wenn du Gott zum Lachen bringen willst, dann erzähl ihm von deinen Plänen. Dann wird er in den meisten Fällen sehr ernstlich lachen. Die Tante hier, die hat auch so eine aufgesetzte, gelangweilte Stimme, ne? So, bitte links halten. Ist mir nicht sympathisch. Darf da nicht vergessen, weil ich würde den Zug dann den Herrn Baldino wieder vollgetankt hinstellen. Das dürfen wir nicht vergessen, ne? Weil wir kriegen jetzt für die Tour nach Rostock noch 2000 Euro. Da kann ich locker noch mal einiges abrechnen für einen Tank. Weil das kann ich nicht machen, ich kriege den kompletten Einsatz hier. Joe sagte, lass mal tanken, tu mal selber. Bin froh, dass ich einen Fahrer habe. Okay, nehme ich dankend an. Aber er hier ist selbst Fahrer. Und das glaube ich, da braucht er die Asche. Und er überlässt mir im Grunde genommen die Frachtkosten. Ist auch in Ordnung, weil ich habe ja an der Julia keinen Verschleiß. Und also Frachtgewinn meine ich. Und deswegen tanke ich ihn voll. Und das gehört sich auch so, ist das Mindeste. Ist auch mal wieder schön, so ein DAF fahren zu können. Lecker Schmeckerchen hier. Von aber innen könnte man was machen. Wobei ich jetzt gesehen hatte, dass er den 105er hier verkaufen möchte. War ein bisschen schade drum. Wenn ich die Asche hätte, würde ich ihn übernehmen. Dann wäre das eine schöne Ergänzung zur Julia. Leistungstechnisch 510 PS dicke ausreichend. Bitte links halten. Mach ich doch. Vorne scheint schwer zu sein, vier Achsen. Komm, komm, gib Gas, Kollege, lass hier nicht offen. Das ist eine Beschleunigungsspur, keine Bremsspur. Oh, ich werde hier irre. Mit den Kaspern hier, meine Güte. Hier diese Folge beendet habe, also wir am Ende des Fahrtages angelangt sind, muss ich unbedingt diesen Mod runterschmeißen. Guck mal, da drüben auf der Gegenspur ist auch schon wieder. Oder wurde der von der Polizei angehalten? Ja, ja, okay. Das ist ein Ereignis. Ja, ihr hört es vielleicht auch, meine Stimme ist ein bisschen belegt. Das waren diese privaten Gründe, warum ich jetzt nicht normal auf Sendung gehen konnte. Aber hat sich jetzt wieder gegeben. Und ich weiß, und Dankeschön dafür, privat geht immer vor. Ja, das ist nun mal so. Trotzdem will ich euch informieren, dann wisst ihr wenigstens Bescheid. Das kann man ja machen.
So, dann sind wir die Pissnähe gehen mit ihrem Schleifer jetzt hier los. Einen kleinen 3,5 Tonner. Ich weiß, da sitzen auch normale Leute drin, auch teils vernünftige Leute, teils unvernünftige. Aber ich mag sie nicht. Du hast sie immer vor der Kusche. Oh, alter Verwalter. Ich fahr da mit dem zweiten an, Mensch. Jawohl, die haben sich lieb da vorne. Dann nutzt man das doch aus. Und fahren hier rechts vorbei. Jawohl, Bus weiß Bescheid. Also ich fummle jetzt hier, ich weiß, man könnte den ersten Gang jetzt noch verlängern, aber ich fummle jetzt hier nicht im Getriebe rum. Ich habe da keine Lust zu. Das ist, wir fahren den LKW jetzt so, wie er ist. Und macht den LKW jetzt auch nicht schlechter. Muss man dran denken, ein bisschen weniger Gas zu geben beim Anfahren. Tut einem halt immer weh, wenn der Motor so hochgejubelt wird. Na, jetzt fehlt der Pumpe, wa? Ja, Premium. Ah, verdammt, los, zieh! Komm, komm, Tor nehmen, zieh! Komm, lass mal mal davon fahren, das bringt ja so nichts. Wenn ich jetzt auf 90 bin, dann sind wir nebeneinander. Oh, ich sehe schon wieder da vorne. Das Ding ist so unmöglich, aber das hat, glaube ich. Oh, der sieht aber schier aus. Ja, gut aus, der Scania. Leute, was macht ihr nur? Was ist hier los auf Frankreichs Straßen? Das ist ja schlimmer als in Deutschland. Meine Güte, abgebrannter Auflieger. Platzer, Platzer hat aber schöne Werbung gerade gehabt, oder? Kann das sein? Ja, das mit dem Gespräch am Samstag lasse ich jetzt ein bisschen auf mich zukommen. Parallel habe ich jetzt Insolvenzberater, einen Immobilienhändler angesprochen dazu. Aber erstmal nur angesprochen. Ich sage, ich will jetzt kein Inserat, nichts sehen hinsichtlich einer Schätzung und Verkaufsmöglichkeiten. Und er geht jetzt heute oder morgen mal dorthin und guckt sich das an. Ich sage, bitte inkognito, sonst kriegen wir ein großes Problem miteinander. Weil die Jungs darfst du echt nicht unterschätzen, die sind ja mit allen Wassern gewaschen. Und aber trotzdem, wenn ich es nicht müsste, würde ich es lassen, aber ich muss. Und einer von euch hatte ja auch einen ganz interessanten Tipp gegeben. Finde ich auch gut, dass ihr euch da so Gedanken macht. Macht doch einen Kauf mit Rückkaufoptionen. Geht vielleicht bei einer Bank. Ist allerdings auch bei Objekten in diesem Preisbereich ohnehin auch schwieriger. Und ich will ja nicht an eine Bank verkaufen. Das ist ja schon finanziert durch eine Bank. Sondern ich will es ja verkaufen an einen Investor oder an einen, ja, an diesen Spediteur. Und die haben dann Investitionsinteresse und da wird dir niemand eine Rückkaufoption im Vertrag einschreiben. Also ist das leider eine Option, die wegfällt. Ansonsten wäre sie sehr bequem für mich. Na, Bubbel, hast du ein bisschen zu tun, ne? Aber noch kurz mal in die Map rein. Nicht, dass ich da noch hier Kassel drin stehen habe. Und genau, Kassel fällt aus.
Ja, ich habe mich jetzt mit dem Gedanken angefreundet, dann nicht mehr Rostock zu haben. Dann habe ich aber auch gleich eine ganze Stange mehr Geld. Und das Problem heutzutage ist, ich habe dann zwar viel Bargeld, also weil ich kriege ja, also wenn alles so läuft, wie ich mir das vorstelle, das vorausgeschickt, ne? Wenn alles so läuft, wie ich mir das vorstelle, dann habe ich eine ganze Stange Bargeld. Dann sind alle Schulden bezahlt, was auch erstmal nicht schlecht ist. Dann ist das alles raus. Dann habe ich der Bank habe ich mal schön den nackten Hintern gezeigt, wenn ihr wisst, was ich meine. Und noch schön dabei vor allen Dingen ins Gesicht gegrinst. Ja. Aber ich habe dann eine ganze Stange Cash. Sagen wir es mal so. Ich lege mir das ja nicht unter das Kopfkissen. Bei der heutigen Finanzsituation ist das allerdings nicht vorteilhaft. Also so wie die EZB mit Sonderzinskonditionen um sich wirft. Das heißt also, wenn du das Geld einfach auf der Bank liegen lässt, ist es in kurzer Zeit weniger wert als noch Tag zuvor. Du musst ja teilweise Strafzinsen bei hohen Beträgen bezahlen. Das würde mir nicht helfen. Und da muss ich halt aufpassen, was ich mit dem Geld mache. Das muss ich mir nochmal überlegen. Und ich will jetzt nicht auf Teufel komm raus einen Zug kaufen oder weil die Julia gehört mir, das ist meins. Nordhessenliner werde ich angehen, das wird mir ein Bedürfnis sein und eine besondere Befriedigung und Freude. Aber ansonsten, da bleibt ja noch was über. Und da muss ich mir noch mal überlegen, was ich damit mache. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Schnucke du, das kam jetzt ein bisschen nicht zu früh. Ich hätte es wissen müssen. Ich hätte Bitte rechts besser auf abbiegen. die Karte gucken müssen. Und du bist an nichts schuld. Ich bin es. Es würde mich in die Lage versetzen, eine Freundschaftsschuld, so empfinde ich das, abzuzahlen und dann quid pro quo zu sein mit Marian. Das werde ich auch machen. Ich werde ihn ausbezahlen. Also das ging mir gestern Abend noch so durch den Kopf. Was Bitte machst du damit? links halten. Also ich werde einen Teil des Geldes dafür verwenden. Marian seinen Verlust wieder wettzumachen. Die Route wird neu berechnet. Und dann ist es so, dass nur ich Verluste gemacht habe, er nicht. Bitte links halten. Das ist zwar eigentlich ist es ein gemeinschaftliches Geschäftsrisiko, weil wer ein gut laufendes Geschäft einsteigt, hat ja Vorteile. Aber es ist ja auch nur fair, dass wenn es einen Bach runtergeht, auch beide Nachteile haben. Aber irgendwie möchte ich das nicht. Und das heißt, dass ich werde eben diese Geschäftsanteile zurückzahlen, dann kann er auch nochmal anders in die Zukunft schauen, kann er sich als Altersvorsorge oder sonst irgendwas machen, anlegen. Und da wird noch ein bisschen was überbleiben, dann werde ich mal schauen, was ich damit mache. Ist nicht sehr geschäftsmännisch, normalerweise würde man sagen, mitgehangen, mitgefangen. Aber es ist einfach nur freundschaftlich. Und ich fühle mich einfach besser damit. Und das ist auch dann ein Gewinn, ein Zugewinn an Lebensqualität, sich Sorgen zu entledigen. Und ich mache manchmal auch Sorgen für andere. Und da ist mir dann einfach so ein großer Stein vom Herzen weg. Und das ist dann für mich, mein lieber Herr Gesangsverein, was ist denn nur los hier mit euch? Keine Kraft, also so wenig Kraft kann er nur auch nicht haben, dass er gleich so hart anbremsen muss. Muss aber aufpassen wie ein Fuchs hier. Hier schöner Magnum vor uns. Das sieht von der Farbkombi, nicht ganz genau, sondern von der Farbkombi aus wie von einem Herrn gewissen Danny W. Ich weiß
Ich weiß, es ist nicht deiner, aber wenn du zuguckst, fühl dich gegrüßt. Er fährt den wohl schönsten Magnum im ganzen Land. Ein sogenannter Magnum Lover. Könnt ihr euch erinnern an den Magnum, den ich mal gefahren hatte, wo dieses Häkelzeug drin stand? Also Danny ist ja auch passionierter Häkler. Bitte links halten. Und hatte mir dann mal den Katzenpulli gemacht. Ja, aber dann habe ich Quid pro Quo gemacht. Und ich denke, wenn das gelaufen ist, dann mache ich mal so ein Zusammenfassungsvideo, weil das von wirklich vielen auch falsch aufgenommen wird mit der Transat. A, die Story, B, die Hintergründe. Und ihr wisst ja selber, die Transat V GmbH, die gibt es noch, die ist noch mächtig geschrumpft, aber die hat es nicht liquidiert, sondern ich habe alle Maßnahmen ergriffen, um sie zu retten. Sie ist noch da, sonst würde ich hier nicht fahren. Nach wie vor, aber halt mächtig zusammengeschmolzen. Und das ist das Einzige. Der Gründer der Transat ist, Entschuldigung, war und ist der Tom Diesel. Hinzugekommen zu einem späteren Zeitpunkt ist mal der Marian als Angestellter, nicht als Teilhaber, der Sven. Sven haben wir dann, bevor das losging, einfach um ihn zu retten und sein LKW zu retten, ausgelagert in eine andere Firma. Marian hat sich zurückgezogen und hat ein eigenes Geschäft jetzt aufgemacht. Und ich schaue halt, dass ich auch wieder auf die Beine komme. Gibt zwar Rückschläge, aber insgesamt, auch wenn sie mir alles Leben schwer machen wollen und fertig machen wollen, mache ich, lässt sich ein Tom Diesel nicht unterkriegen. Manchmal muss man auch in bestimmten Dingen weniger den Verlust, denn eher die Chance sehen. Und das sehe ich jetzt so mit Rostock. Vielleicht ist es auch ganz gut, dass ich mich stärker auf Kassel fokussiere. Und weil allein ich kann nicht auf so vielen Hochzeiten tanzen, das raubt Konzentration. Das raubt Fokussierung und das ist schon vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass sie mir hier irgendwie das Schicksal mitteilt. Mach mal eine Spur langsamer. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts. Könnt ihr alle nicht fahren. Jetzt bleibt doch hier nicht stehen, Herrgott nochmal. Ausfahrt rechts nehmen. Manchmal hätte ich es gerne, dass vorne statt nur Fernlicht so Laserschwerter rauskommen würden. Das ist also so Lichtschwerter, 3-4 Meter lang und dann brennst du dich da durchs Blech und durch den Fahrer gleich mit durch und hast ein Grillhähnchen vorne drin hocken. Tausendmal besser als das, was da sonst sitzt. Wahrscheinlich so eine Person mit leerem Blick stierend nach vorne. Ich muss fahren. Ich bin zwar halbtot, aber ich muss fahren. Was jetzt? Jetzt mach hier nicht auf Gaffer, sondern fahr. Mensch. Ist denn man los? Vielleicht sollte ich das zum Patent anmelden. Statt Fernlichtscheinwerfer vorne 4 bis 6 Meter lange Lichtklingen, die dort rauskommen. Puh. Ah, das wäre in manchen Situationen so gut. Ja. Oder einen alten Reifen vorne an der Stoßstange binden und die Biester da vorne einfach durchbeschleunigen. Ah, das würde mir sowas von Linderung verschaffen. So, wir sind gegen um 8 los. Jetzt wollen wir mal gucken hier.
Schnaps, wie viel Asche wir da hatten. Was hat mich das vorhin gekostet? 2536. 2453. 80 Euro. Ja, wahrscheinlich die Ampel, ne? Oder irgendwas. Ja, weil ich stand auf dem, über der Ampel und dann ging die auf Rot. Bitte links halten. Ich akzeptiere das jetzt mal so. Das sind auch so natürliche Verluste. Kann ja, glaube ich, jeder von euch, der im realen Verkehr unterwegs ist, bezeugen, dass es so viele Situationen gibt, wo du denkst, oh, das musste doch jetzt nicht sein. Und da hast du wieder was verloren. Und so ist das hier auch. Ganz besonders hier. Ach, guck mal, schon wieder ein Magnum am Abschleckhaken. Sowas. Schade drum. So, 18 Uhr. Bitte links. Ich muss sagen, maximal morgen noch 7 Stunden. Ja, dann nehmen wir morgen die zweite 10er auf. Gucken wir doch mal so ein bisschen. Wo wir stehen können. Oh, hier ist nichts. Das ist zu weit weg. Da bin ich ja quasi fast schon da. So, wir müssen jetzt noch mal ein bisschen Fahrt aufnehmen, weil immer eine Map schmiert mir das Spiel ab. Und zwar vollständig. So, Moment, Momente Lamente. Nee, muss man. So. Armblinker. So. Beachte, wie gefühlvoll ich gerade angefahren bin. Also, da bin ich mir jetzt noch nicht sicher, ob es ein Problem der Pro-Mods ist, der Pro-Mods im Zusammenhang mit der Russ-Map, oder ob es an einem anderen Mod liegt, aber immer wenn ich in die Map-Ansicht gehe, ein bisschen einen bestimmten Zoom mache, dann entscheidet sich das Spiel, in Urlaub zu gehen. Und zwar ein Crash to the Desktop. Ja, und will ich mal schauen, ob ich die Russ-Map, solange ich sie jetzt nicht brauche, weil die Pro-Mods ist eigentlich groß genug jetzt erstmal, wieder runterschmeiße. Aber vielleicht weiß es ja einer von euch mit der Pro-Mods im Zusammenhang mit der Russ-Map, oder vielleicht ist auch, also ich habe auch natürlich mit der Mega-Map, das im Grunde genommen dient es ja nur, diese Dev zu erstellen. Mit dem Häkchen zur Russ-Map ist ja nur dazu da, dass dieser vergrößerte Map-Zoom in Aktion tritt. Mehr ist es ja nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich das Häkchen nochmal rausnehme. Bitte links halten. Schlaf dich aus hier vorne. Gute Träume, ne? Dass ich das mal rausnehme und mir eine neue Def erstelle. Schauen wir mal. Jetzt halt mal gucken, wo man ausfahren. Machen wir das halt hier mit. Ist ja auch kein Problem. Aber ich denke mal, wir werden dort vorne. Ich hätte natürlich auch Oberhausen fahren können. Oberhausen. Oberhausen fahren können und dann nach oben, seht ihr die Tankstelle? Die anfahren können. Bitte links halten. Ist jetzt aber ein Satz mit X, von wegen war nix. Verdammtes Exler. Die Zort läuft mir davor. Läuft da auch auf der A1, da kommt da nichts mehr richtig hier von wegen.
Parking Place. Und dann geht da noch so eine kleine Landstraße hoch, die ist noch grau. Da komme ich auch nicht auf der Autobahn. Bitte links halten. Mhm. Ich fahre mal hier. Wenn nicht, fahren wir hier links rechts, gerade durch Richtung Arnhem. Bitte links halten. Ja. Und dann müssen wir halt den Schlenker machen. Ist jetzt nicht das Eleganteste. Aber morgen haben wir genügend Zeit noch, dass ich nach Rostock komme. Deswegen wird es auch ein bisschen eng. Navigationsfehler. Die Route wird neu berechnet. Mit Kassel werden. Du willst mir nur Kussel schicken? Du bist doch narrisch. Du bist doch vollkommen narrisch. Das machen wir natürlich nicht. Dann fahren wir da drüben zu diesem Autobahnkreuz an OA2 und dann nach hoch und dann müssten wir eigentlich auf die Tankstelle kommen. Ich hoffe, dass auf meiner Seite auch einer ist. Und nicht nur auf einer Seite. Rechts. Oh, roter Benz. Und dann ausfährt rechts. Nee, ist er nicht. Nee, wir fahren aber geradeaus weiter, Süße. Das wird dich zwar gleich wieder in Ekstase versetzen, aber. Bitte warten Sie, die Route wird neu berechnet. Jetzt sind wir Freunde. Mhm. Recklinghuse. Ah, vor Rostock morgen. Rechts halten. Und dann ausfährt rechts. Obwohl, ein bisschen müsste ich eventuell, oder könnte ich, ne? Oder wie mal, was meint ihr? Ausfahrt rechts nehmen. So, Moment mal. Distanz 373, das reicht noch nicht für morgen. Wenn ich jetzt gleich nochmal dort müssen wir mal gucken, wie teuer es ist, aber nachtanken. Kollegas, Mann. Oh, schöner weißer S hier vorne, oder? Was ist denn diesen R? Oder? Ja, konnte ich jetzt nicht genau sehen. Richtig. So, würde man sagen, machen wir den Zossen voll. Hat ordentlich Hafer im Bauch. Das würde jetzt ordentlich ans Portemonnaie gehen. Aber ein schöner Zug. Gefällt mir. Schön zurecht gemacht, Mr. Baldino. Gefällt mir. Hast Geschmack. Jo, dann machen wir hier einen Deckel wieder einen Naufi.
denke mal, immer noch mal einen Nibber. Zahlen das noch. Ach, 620 Euro. Das ist auch ordentlich Geld. So. Aber so zum Abend. Und ich kriege ja morgen ordentlich. Also sind wir morgen auf jeden Fall safe, können durchfahren. Und wenn dann der Termin drückt, mache ich es lieber jetzt. Fahrzeit ist eh vorbei. Und dann sind wir einfach morgen safe. Und ich mache mir jetzt hier noch einen schönen Abend. Oh, das gefällt mir gerade hier. Della Picture. Ja, doch. Gefällt mir gut. Könnte auch was für Thumbnail sein. So. Geht's gleich runter vom Konto. Da vorne ist auch gleich ein Plätzchen. Ich denke, das werden wir auch gleich nutzen, um uns hinzustellen. So, Bremse raus. Tank voll. Jawohl. Oh, können wir den vorderen auch nehmen? Ja, dann lasse ich den hinteren hier für den Kollegen frei. Bin eh zu lang für den hinteren. Hier muss ich dann doch stehen bleiben. Ich denn drüber? Nein, noch lange nicht. Deswegen spielt es keine Rolle. Hier würde ich jetzt gerne so ein bisschen so diesen Kopf rausstecken können. Das ist das, was ich meine. Mal gucken, ein bisschen geht vielleicht noch. Aber so, so müssen wir jetzt. Gut, meine Lieben, schön, dass ihr dabei wart. Ja, stimmlich ging es heute noch nicht ganz so gewaltig. Und trotzdem war es eine angenehme Fahrt, bis auf ein, zwei Situationen, wo man sich gerne mal wieder vor den Kopf fässt. Aber ist halt so, that's c'est la vie. Und wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen, freue ich mich drüber. Und bis dahin, euer Tom. Tschüss.